Willkommen zurück zu einem neuen Old VC Sharp Tutorial. Heute beschäftigen wir uns mit der Integration von Add-on Cards, also wie ihr eigene Fahrzeuge zu eurem Server hinzufügen könnt. Und natürlich, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, vor allem zur Old VC Tutorial Reihe, dann lasst doch jetzt gerne schon mal ein Abo da. Was brauchen wir dafür? Natürlich erstmal ein Fahrzeug, was wir integrieren müssten, OpenEV, damit wir an die Packages rankommen, und ein Verweis auf das OldV-Wiki, darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Zuerst einmal, wie immer, alle Links sind unten in der Beschreibung. Wir brauchen erstmal OpenEV. Ich könnte euch einmal runterladen und dann installieren. Und dann brauchen wir noch ein Vehicle-Mod. Dazu gehen wir mal hier auf die Seite, gta5-mods.com. Gehen hier auf Fahrzeuge. Dann könnt ihr euch einen aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den F-150 Raptor. Und dort einfach einmal auf Herunterladen klicken. Das habe ich schon gemacht. Achtet am besten bei den Fahrzeugen, die ihr auswählt, immer, dass hier Add-on im Namen steht. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Bei den anderen müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr rumprobieren. So, nachdem ihr das habt, gehen wir einmal zum OldV-Wiki. Hier haben wir nämlich ein sehr gutes Tutorial, wie man Vehicles hier streamen kann, Stream Vehicles und welche Tools und so. Hier bekommen wir noch ein Template for Fast Creating. Klickt da am besten einmal drauf. Dann kommt ihr hier zu einem GitHub Repository und geht hier einmal auf Code, dann Download Zip. Habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Damit wird das Ganze nämlich einfacher. Gut, wir gehen einmal zu unserem Downloads Ordner jetzt und öffnen einmal die Zip-Datei, die wir jetzt eben heruntergeladen haben. Habe ich anscheinend doch noch nicht heruntergeladen. Ich download sie nochmal schnell, Datei speichern. Dann haben wir oben die Add-on-Vehicle-Template-Main und öffnen direkt auch mal unser OldV-Server-Ordner. So. Dann gehe ich hier in meinen Tutorials-Ordner, gehe in den OldV-Server, dann geht ihr hier in euren Resources-Ordner und kopiert den Ordner einfach einmal rein. Denn ihr seht das schon, wenn wir uns nochmal hier zurückbegeben, wie die Ordnerstruktur aussehen muss. Wir haben hier dann den Ordnernamen von dem Fahrzeug, dann hier ein Stream-Ordner, Audio, Mods, Assets, Resource-CFG, Stream-CFG, und das bekommen wir schon hier alles mit. Wenn wir mal in den Ordner reingehen, sehen wir hier schon Stream-CFG, eine Resource-CFG und so weiter. Wir öffnen dann auch einmal direkt OpenEV, gebe es einfach unten links bei euch ein, dann Rechtsklick als Administrator öffnen. Zack, dann sagt er hier Grand Theft Auto V. Windows, das dauert einen kleinen Augenblick, bis es gestartet ist. Wir brauchen dann hier raus aus dem RPF-Package die YTD, YFT und YDD-Datei. Dazu sagen wir hier oben File, Open Archive. Gehen dann unter Downloads bei uns. RPF-Archiv, da haben wir hier eine DLC-RPF, die müsst ihr natürlich erstmal extrahieren. Deswegen geht es um euren Download-Ordner. Sagt bei Raptor Crew einmal öffnen mit 7-Zip öffnen. Dann öffnet sich jetzt 7-Zip. Dann geht ihr da einmal rein in den Ordner Singleplayer. Dann habt ihr hier die DLC.rpf. Die kopiert ihr dann einfach in einen anderen Ordner rein. Dann könnt ihr nämlich mit OpenEV diese DLC.rpf öffnen. Und habt dann erstmal im Data-Ordner die ganzen Metadateien. Die brauchen wir natürlich auch. Die kopieren wir uns einmal in unseren Stream-Ordner rein. Und hier kommen die Metadateien rein. Die .meta-Datei könnt ihr löschen. Kopiert dann alle Dateien hier rein. Und geht dann einmal zurück. Geht dann in den Ordner x64. Vehicles.rpf. Und dann findet ihr hier schon die Dateien. Dann geht ihr nach Assets. Löscht auch hier die Dateien raus. Kopiert die Dateien alle hier rein. Und geht nochmal zurück. Nochmal zurück, habt ihr ja hier die Resource CFG, die könnt ihr so lassen, es wird alles aus der Ordner Stream geladen, Type ist DLC und aus der Stream CFG könnt ihr dann die Verbindungen herstellen zu eurer Carcalls Metadatei, Handling Meta oder zur DLC Vehicle Name, Audio Pack. Wir haben kein Audio dabei, deswegen löschen wir die ganzen Audio Sachen. Wenn ihr zum Beispiel noch eigene Sachen wie andere Sachen wie Tuning und so integrieren wollt, könnt ihr euch hier mal unten Additional Data Files can be found here.
Da könnt ihr dann noch weitere Einstellungen vornehmen, wenn ihr da euch dann hier die Sachen raussucht und die dort einträgt zu der passenden CFG oder Metadatei. Aber wir belassen es mal beim Standard hier und gehen nochmal in unseren Ordner rein, gehen dann hier in Stream rein, schauen mal in die Vehicles Meter, dann wieder den Model Name 19 Raptor, den kopieren wir uns einmal, denn so heißt auch unser Fahrzeug, löschen hier den Audio Ordner raus. Das heißt, wir haben nur den Assets-Ordner, die Metadateien und hier unsere Dateien, gehen zurück zu unserem Root Directory von unserem Server, in die Server-CFG rein und sagen hier bei Resources, dass bitte die 19 Raptor Resource noch mitgeladen werden soll. Speichern das Ganze und schauen nochmal im Wiki nach. Wenn ihr dann den Display Vehicle Name ändern wollt, könnt ihr hier bei GXT zum Beispiel das hier noch reinschreiben und könnt dann den Display Vehicle Name ändern. Wir lassen es so, der Name ist eigentlich okay, aber wenn ihr das braucht, dann könnt ihr das ändern. Bitte achtet auch auf Groß- und Kleinschreibung dabei, die sind nämlich nicht im Case Sensitive. Und ja, die Maximum Größe von den YTD, YTF Dateien sind 16 MB. XML Format soll nicht gebreakt werden, also keine Absätze drin. Und ja, wir schauen uns das Ganze nochmal an, indem wir jetzt mal den Server starten. Wir haben alles soweit hier gemacht. Ich gehe hier in Visual Studio rein, sage Server einmal starten. Could not open resource.cfg, fail to load resource 90 Raptor. Genau, warum? Schauen wir mal kurz an. Weil wir den Ordner natürlich noch umbenennen müssen. Von Add-on Vehicle Template Main zu 19 Raptor. Dazu müssen wir einmal den Server schließen vorher. So, und dann sagen wir wiederholen. Wahrscheinlich hat auch noch OpenEV drauf Zugriff. Oder diese Datei. Alles schließen, was die Datei irgendwie öffnet. 19 Raptors, Raptor. Und jetzt können wir nochmal den Server starten. Und wir sehen schon, die Ressource wurde erfolgreich geladen. Das heißt, wir gehen mal auf unseren Server drauf und probieren nochmal das Fahrzeug zu spawnen. Und so, nachdem wir einmal auf dem Server sind, geben wir dann unseren Carb-Spawn-Befehl ein, / K90 Raptor. Und wir sehen schon, das Fahrzeug wurde gespawnt. Er ist auch das Raptor-Vehicle. Können auch direkt einmal einsteigen. Ja, und können dann damit rumfahren. Damit wären wir auch am Ende von dem Tutorial angekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt gelernt, wie man eigene Modded Add-on-Vehicles einfügen kann. Wenn ihr auch Probleme dabei habt, kommt gerne auf mein Discord oder besucht mein Forum. Alles steht unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.